Fabi und ich haben gerade festgestellt, dass wir immer viel zu viel Auflagen haben, wenn wir frühstücken. Wir haben jetzt hier so Zwiebelmett oder Hackepeter-Brötchen und Fleischsalat. Und was machen wir nächstes Mal? Fertige Brötchen holen. Ja, wir holen einfach fertige Brötchen. Und dann ist es nicht nur günstiger, sondern man isst auch weniger. Ja, weil es auf jeden Fall so, wenn man zu viel hat, dann frisst man alles auf. Ja, und deswegen holen wir einfach nächstes Mal fertige Brötchen und dann wird weniger gegessen und Geld gespart. So, hier unser Setup. Für die brühende Hitze, Bambi. Wie viel Grad haben wir? 32 Grad, ja, es ist mega hot und es lässt sich kaum aushalten. Aber es ist ja jammer noch auf hohem Niveau, ja, wir haben ja zum Glück was zum Lesen hier, ja. Hier, gerade Stephen Covey, Die 7 Wege zur Effektivität, ein richtig geiles Buch. Also wir lesen jetzt hier gerade von Stephen Covey, Die 7 Wege zur Effektivität, das zweite Kapitel, beziehungsweise den zweiten Weg, und haben gerade die Übung gemacht, schon von Anfang an das Ende im Sinn haben. Sehr, sehr geile Übung. Und Bambi liest Ein neues Ich. Ich habe mir jetzt auch dazu entschieden, mehr Vlogs zu machen, weil ich habe lange Zeit gedacht, hey, mein Private Life ist mein Private Life, aber ich habe gemerkt, es macht einfach auch echt viel Spaß, einfach mal die Cam mitzunehmen und ein bisschen zu filmen, euch mal ein bisschen zu zeigen, wie ich so privat bin, ja, bei 32 Grad in der brühenden Hitze. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich mache einfach mehr Vlogs und ihr könnt mich einfach mal ein bisschen durch meinen Tag begleiten. So, jetzt haben wir den ganzen Tag in der Sonne gechillt. Jetzt ist die Sonne auch schon fast weg. Ja, jetzt wird nochmal losgefahren, schön ein paar Grillsachen gekauft, eingekauft und dann wird nochmal ganz herrlich und lecker gegrillt. Fährt man so eine Luxuskutsche und dann passiert sowas. Ja, der Reifendruck ist nicht richtig. Jetzt müssen wir erstmal zur Tankstelle fahren und den Reifendruck erhöhen. Ja, gehen wir erstmal schön Bratwurst kaufen. Hast du auch irgendwas anderes Lust aus der Bratwurst, Mami? Gemüse. Gemüse? Ja, oder? Salat? Gemüse grillen. Nein. Nicht grillen. Nicht. Nee, so Grillmax oder wie die heißen. Was ist denn Grillmax? Weiß ich auch nicht. Das schmeckt ganz lecker. Mami, was redest du denn da? Was wir jetzt hier schönes Leckeres zum Essen kriegen. Bratmaxe, Bambi. Lecker, lecker. Ist noch ein bisschen Gemüse. Ja, ist jetzt nicht Bio. Es gibt auch dieses Buch, was wir gelesen hatten. Hieß es nochmal mit den Himbeeren? Himbeeren mögen keine Krebse. Ja, da beschreibt der Autor halt übertrieben cool,
dass du eigentlich, Bio ist zwar gut, aber wenn du hier sowas nimmst, besser als gar kein Gemüse. Und der Vorteil ist jetzt nicht so riesig, ja? Also es ist nicht so ein Riesenvorteil, sag ich mal. Bei Männerkrankheiten. Schützt bei Männerkrankheiten, ja. Tomaten sind sehr gut. Von Naschfett ist jetzt alles schön. Mann, jetzt musst du das Ungesunde auch noch rausholen. Ja, sicher, guck mal deine Riegel hier alle an. Mann. Hey, das sind zumindest das Eiweißriegel, ja? Und kommt keine normalen Schokoriegel. Das Problem ist halt, dass ich so ein heftiger Schokoladenjunkie bin, ja? Das ist das größte Problem irgendwie bei der Geschichte. Wenn ich so ein heftiger Schokoladenjunkie wäre. Dann könnte ich das nicht einfach widerstehen. Aber Ben Sattinger war ja mal hier und der mag das auch. Und ich mag das auch. Schön warm. Schokoriegel. Schokoriegel. Meine Griechen sind immer so dreist. Ja, ich mal erzählen. Stehen so ein Teller Tzatziki zu zweit. Und das macht sie. Ein ganz, ganz voller Teller. Einfach immer so drei Viertel des Tzatzikis weggegessen. Immer. Mm-mm. Wie nein? Quatsch. Stimmt doch. Lüge. Das ist auf jeden Fall so. Ja, ich jetzt erstmal meine schöne Bratwurst. Ah, die schmecken immer. Und dann wird schön die Feuerschale nach dem Essen angemacht. Ich finde solche Feuerschalen so übertrieben chillig. Schon zu Bambi gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine Feuerschale. Weil es einfach so mega angenehm ist. Ja. Wichtig ist, dass ihr immer genug Holz da habt. Denn das Nervigste ist, wenn ihr so einen Abend mit Feuerschale verbringt und so und euch plötzlich das beschissene Holz ausgeht. Deswegen immer genug da haben. Und dann passt es auch. Ein herrlicher Tag geht zu Ende. Wir haben den ganzen Tag eigentlich nichts gemacht, doch ein bisschen gelesen, im Garten gechillt, eine Panne gehabt, im Laden gechillt und ein Feuer gemacht. Und gelesen, ja, habe ich ja schon gesagt. Ja. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ja, dann gebt den einen Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.